You were saying? So, das heißt, wir werfen noch mal eine. What do you need? Tell me. Weil scheinbar bist du wirklich gegen physischen Schaden immun. Oh, wir hätten auch einfach das machen können. Hm. Zorn der fünf Sonnen. Ja, gut. Happily. Und es geht tatsächlich runter. Yay. Wie die anderen wohl hier durchgekommen sind. Wenn sie nicht mal eine Chance gegen den Adra-Titan draußen hatten. Oh, da schießt was Blitze. Hm. Of course. Ein Obsidiansplitter. Eine Essenzbatterie, die beinahe zerstört ist. I'm here. That is true. At once. Ich glaube, jede Essenzbatterie, die ich zerstöre, macht den Blitz geringer. Aber jetzt schießt auf jeden Fall nichts mehr in meine Richtung. Ja. Die Essenzbatterien haben, wo waren wohl die Batterien, die das Ding geladen haben. Oh. Irgendwie tarnische Zwischenstation. Dritte Etage. Okay. Nichts ist verloren. Die Suche nach Ukaiso. Die Männer des Ranga kamen an diesem Morgen, meinen Anteil der Ausbeute zu holen, und ich hatte wieder nichts, was ich ihnen hätte geben können. Ich bringe kein Geld für den Stamm ein, obwohl ich immer in meinem kleinen Fährboot der grauen Möwe bin und durch die Wellen flüge. Nachts kann ich nicht schlafen. Waitaro hat mich gebeten, das Lampenöl aufzubewahren, ins Bett zu kommen, aber ich kann es nicht, bevor ich es nicht finde. Ich weiß, dass sie da draußen ist, die verlorene Stadt Ukaiso. Auf jeder Karte und Abbildung des Todesfalls, die ich gefunden habe, ob nun von den Huanern, Valianern oder Rautaianern, ist eine Lücke, ein leerer Fleck, an dem so viel unserer Geschichte sein sollte. Ist sie im Kataklysmus zur Asche und verkohlten Überresten verbrannt? Ist sie in den Wellen versunken? Presst Ondra sie in den Untiefen des Meeres an ihre Brust? Welche von den vielen? Vielleicht ist sie verloren und wandert wie ich umher. Nicht verteut, auf der Suche nach einem Zuhause, an das sie sich nicht erinnern kann. Aber nachdem ein beständiges Verlangen in seiner Brust brennt, eine immer glühende Glut in ein kleines Feuer, um es anzustoßen. Waitaro möchte, dass ich die Suche aufgebe, aber wie kann ich das? An den Morgen, wenn der Himmel so klar ist, dass ich kaum Luft holen kann, meine ich, dass ich sie dort draußen sehe, wie sie in dem hellen blauen Licht schimmert. Werde ich verspottet oder werde ich angelockt? Könnte ich überhaupt den Unterschied erkennen? Ich frage die Fischer, wie sie bei Sonnenaufgang mit ihrem Fang zurückkommen. Tibere, sage ich, hast du etwas gesehen oder du, Mabori? Wie steht es mit dir, Purira? Sie meiden mich jetzt. Wataru sagt, sie hätten zu tun, aber ich weiß, dass sie der Meinung sind, ich wäre der Teen müde und von der Sonne verwirrt. Die Art und Weise, wie sich Puiras Lippen verachten kräuseln, die Art und Weise, wie Tibas Augen direkt durch mich durchzusehen scheinen.
Ich weiß es. Sie werden mich nicht länger tragen müssen, weil ich morgen... Weil ich morgen mit der grauen Möwe Richtung Norden segeln werde. Jemand muss den alten Geschichten nachjagen und das werde ich tun. Aus nichts ist verloren die gesammelten Tagebücher von Wanamaru Wellenjäger. Ah. Und die Essenz hier? Indeed. Eine Frau liegt tot auf den Fliesen, ihre Haut verfault und bleich, ihr zerrissenes Fleisch fällt langsam ab und legt die Knochen darunter frei. Hier war sie von Mahn oder Käfern unberührt, was nur bedeutet, dass mehr von ihr übrig ist, was dir in die Nase sticht. Ein weggeworfenes Schwert liegt neben ihr. Ein Päckchen liegt unter ihrem Arm und über ihrem Körper schwebt ein kaum wahrnehmbarer Hauch von Essenz. Die Seele lesen. Vor deinen geistigen Augen huschen chaotisch und verwirrende Bilder. Du bist ein Forscher der Valianischen Handelsgesellschaft und du durchsuchst die Ruinen mit deinen Kameraden. Zumindest waren sie einmal deine Kameraden. Jetzt bist du dir da nicht mehr so sicher. Alles scheint schief zu laufen, seit ihr auf die Insel gekommen seid. Erst mit Gian, dann mit Ulara. Es könnte auch schon früher angefangen haben auf Tikavara, vielleicht als Vector krank wurde. Du hörst einen Schrei aus der Ferne. Du bist dir nicht sicher, wo die anderen sind. Du weißt nicht, warum Blut an deinen Händen klebt. Du weißt nicht, warum es so schwer ist, über alles nachzudenken. Als du dich erinnerst, aber du erinnerst dich daran, dass du still sein solltest, um die Aufmerksamkeit von dem, was hier unten lauert, nicht auf dich zu ziehen. Etwas bewegt sich in den Schatten. Ihre Waffe nehmen. Besers gezahnte Klinge. Ah, der Säbel verfügt über eine wildgezackte Klinge. Im Gegensatz zu deinem Vorbesitzer scheint die Klinge noch im guten Zustand zu sein. Du nimmst sie an dich. Also etwas für Edea. Die Leiche untersuchen. Die Leiche der Frau liegt am Ende einer Spur aus verspürtem, verkrustetem Blut. Der Schaden an ihrer Rüstung deutet auf einen Kampf hin, aber es sieht aus, als ob sie von ihrem Angreifer oder ihren Angreifern wegkriechen konnte, bevor sie starb. Du hältst den Atem an und kniest nieder, um die Leiche zu durchsuchen. Als die Überreste berührst, fallen Klumpen von Muskelmasse vom Fleisch. Muskelmasse und Fleisch von ihnen, was eine neue Welle der vom Verwesungsgeruch freisetzt. Die meisten ihrer Sachen sind von Schleim und Fäulnis überzogen, doch ihr Reisebeutel ist dem Schlimmsten entgangen. Darin findest du zerrissene Seiten und ein geschnitztes Figürchen, die Seiten nehmen. Bessers Seiten. Sie sehen aus, als wären sie aus einem Buch oder einem Tagebuch herausgerissen. Sie sind braun und gewellt vom Wasser, das über ihnen verschüttet wurde und entlang... Und enthalten einige kurze hingekritzelte Einträge. Ja, diese Seiten sind aus einem größeren Buch gerissen worden. Sie sind steif und durch irgendeine dunkle, stark riechende Flüssigkeit braun verfärbt. Die Einträge beginnen wie folgt. Ich wollte Pococuhara unbedingt finden und jetzt sitzen wir hier fest. Niemand wagt es hinauszugehen, solange der Titan draußen sein Unwesen treibt. Daher können wir nur hoffen, dass wir irgendwo in den Ruinen einen anderen Ausweg finden. Ulara muss es ausgelöst haben. Es bewegte sich erst, als sie anfingen, die Tür aufzubrechen. Und bevor wir uns versahen, hatte es Gian erwischt. Die anderen sprechen es zwar nicht aus, aber ich weiß, dass sie mir die Schuld dafür geben, dass wir ihn nicht retten konnten. Schmutzflecken von der Hand des Autos übersehen die Seite rund um den nächsten Eintrag. Ulara ist jetzt auch tot. Wir gehen nun langsamer voran, immer auf der Hut vor Fallen und Monstern. Ich verabscheue dieses Herumgeschleiche und Duenons Stampfen macht es nahezu sinnlos. Aber Falero ist mir mit den Nerven schon bei... Aber Valero ist mit den Nerven schon beinahe am Ende. Ich glaube nicht, dass er noch eine böse Überraschung aushalten kann. Der nächste Eintrag ist voll von schiefen Buchstaben, hingekritzelt wie von Kinderhand. Die anderen schlafen. Wir haben uns gegen Kerzen oder Lagerfeuer entschieden, also schreibe ich im Lichte des Adra. Das ist gut, denn ich höre etwas, das sich im Dunkeln bewegt, auch wenn die anderen das nicht tun. Valero bestand darauf, dass wir uns langsam fortbewegen, damit er die Wandmalereien und die Muster am Boden studieren könne. Er denkt, dass er uns damit vor Fehltreten, wie sie Gian und Ulara zu Verhängnis wurden, schützen kann. Doch nichts davon wird uns helfen, wenn uns die Kreaturen hier erwischen. Duena verbirgt sein Hinken vor uns, aber die Art, wie er Valero und mich ansieht, lässt mich vermuten, dass er noch etwas anderes zu verbergen hat. Sie werden stündlich immer paranoider. Wenn sie aufwachen, werden wir uns beeilen, damit wir das hier bald endlich hinter uns haben. In der Zwischenzeit werde ich die Seiten mit meinen Beobachtungen behalten. Ich könnte sie den anderen nicht anvertrauen. Der nächste Eintrag ist hastig hingekritzelt. Valero hat das Logbuch verloren, bezichtigt mich der Sabotage. Sabotage.
Er ist so damit beschäftigt, diese Wandmalereien abzuzeichnen, dass er vergessen hat, warum wir hier sind. Aber ich habe den Adler gesehen und verstanden, dieser Ort ist krank. Und wir sind hier, um ihn zu heilen. Aber Valero sagt, dass die Huaner vor langer Zeit hier gewesen seien, dass die Wandmalereien es beweisen. Für mich sieht deine Mauer aus, am Mauner aus wie der andere, aber er hat mich auf eine Idee gebracht. Derzeit kostet es uns Blut und Geld, leuchtenden Adra zu finden. Unsere Aufgabe wäre viel einfacher, wenn wir gewöhnlichen Adra zum Leuchten bringen könnten, indem wir ihn mit lebendigen Seelen anreichern. Wenn ich mir die Geräte ansehe, die irgendwie Tana hier aufgebaut haben, so ähnlich den Maschinen, die unsere Beseeler konstruiert haben, dann frage ich mich, ob sie nicht einst denselben Zweck hatten. Und die Dorfbewohner aus Tikavara sind ohnehin ganz wieder auf uns zu helfen. Wenn wir nach Nekataka zurückkehren, werde ich Nueva Alvari meine Idee unterbreiten. Ich glaube nicht, dass Direktor Castrol den Mumm hat, für so etwas hat. Ebenso wenig wie meine Begleiter, fürchte ich. Okay, dann nehmen wir noch das Figürchen. Ein Engati-Götterbild. Dies ist eine gemeißelte Figur in Form einer Frauengestalt mit dem Kopf eines Seeteufels. Aha. Die verhüllende Figur hat den Körper einer Frau und den Kopf eines Fisches mit perlenartigen Augen und einem klaffenden Rachen mit abgebrochenen Zähnen. Sie ist bleich und rau, als ob sie erst kürzlich geschnitzt wurde. Du erkennst nichts Außergewöhnliches daran, aber du bekommst plötzlich starke Kopfschmerzen. Dann gehen wir mal weg. Ja. Der Seele können wir keinen Frieden geben. Also sind wir hier in dem Raum fertig. Quicksave habe ich gemacht. Ich mache sicherheitshalber nochmal ein. Hier ist nochmal so eine Blitzsäule. Happily. Mit Geld. Nochmal eine Reagenz. Das Opfer des Huana scheint die Säule mit Energie versorgt zu haben, die hier mit blauen Flammen dargestellt wird. Ah ja. Erdbeben ist keine gute Sache. Der Stein und das Glas dieser Vorrichtung vibrieren mit einer internen Energie, die die kupfernen Ringe summen lässt. Mhm. Okay, dann gucken wir mal, was uns hier drin erwartet. Außer ziemlich verpestetem Adra, so wie es aussieht. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Oh Gott, ey. Energie pulsiert durch die gewundene Säule wie ein unregelmäßiger Puls, den ihre Wände kaum zurückhalten kann. Na gut, machen wir das noch. Die Maschine auf der Unterseite der Säule ist im miserablen Zustand. Ihre Adraplatten sind völlig krumm und das Kupfer ist zersetzt. Dennoch sieht es aus, als wäre sie zumindest ganz. Ein hoher, heulender Ton dringt aus dem Adra. Die Maschine untersuchen. Du überprüfst die Kupferverbindung und den Hebel. Alles scheint intakt zu sein, aber nicht das geringste bisschen der Essenz in der Säule läuft durch es hindurch. Das Jaulen wird lauter. Aktivieren wir sie mal. Du drehst am Adra-Rad und stellst einige der Regler um. Zuerst geschieht nichts, dann spürst du eine Schwankung im Äther. Das Heulen wird lauter. Essenz bewegt sich in der Adra und öffnet eine Dimension so unmittelbar und er entsteht wie eine frische Wunde. Etwas an diesem Ort zieht an deiner Seele und die entfernten Stimmen kreischen wieder. Okay. Gucken wir mal die Stürme. Ja, irgendwas hat das Adra korrumpiert. Was auch immer das den Adra korrumpiert hat, das liegt dort tief verborgen. Ich spüre eine Präsenz hinter der Säule. Vielleicht kann ich die Quelle der Korrumpierung erreichen, indem ich meine Seele darin projiziere. Will uns dann wieder Rümgrand fressen. Ja, und das sieht aus wie ein Ausgang, aber da gehen wir dann später rauf. Beziehungsweise später in der nächsten Aufnahmesession, weil es ist immer wieder Zeit. Spielstand speichern.
Das ist dann LP036, LP036. Und speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.